Hallo! Heute mal in etwas anderer Kulisse. Und zwar sitze ich vor meinem Fernseher umringt von meinen wundervollen Geburtstagsgeschenken. Und weil ich bestimmt so 7, 8 private Nachrichten bekommen habe, ob ich nicht mal zeigen möchte, was ich so geschenkt bekommen habe, dachte ich mir, mache ich doch gerne, ne? Gebt ein bisschen an, ne? Hau ein bisschen auf die Sahne, ein bisschen auf die Kacke hauen und zeig euch, was ich da alle so geschenkt bekommen habe. Es ist wirklich also für mich total viel. Und ja, wenn ihr Bock auf das Video habt, es gibt ein bisschen Beauty. Eigentlich ist alles Beauty. Bleibt dran! Die Reihenfolge, in der ich euch die Sachen zeige, hat nichts mit der Wertschätzung der Person zu tun. Also, wenn das jetzt jemand denken sollte, so ist es nicht gedacht. Ich gehe jetzt einfach nur der Reihe nach vor. Das größte Geschenk, das habe ich ja von meinem Liebsten zum Geburtstag bekommen. Das haben wir kurz vor meinem Geburtstag bei IKEA abgeholt. Und zwar habe ich einen tollen, wunderschönen Waschtisch geschenkt bekommen, den ich mir schon ganz, ganz, ganz lange wünsche und der auch schon ganz lange auf meiner Wunschliste steht. Aber es kommt immer wieder was dazwischen und dann habe ich es doch nicht gemacht. Und ja, wir haben dann irgendwie so Donnerstag zusammen beim Frühstücken gesessen und er sagte, ich würde dir ja gerne was schenken, das du auch gebrauchen kannst. Und dann sind wir zu IKEA gefahren und er hat mir den Waschtisch mit dem wunderschönen Waschbecken geschenkt. Ich habe mir da noch eine Armatur im Baumarkt dazu gekauft und ich finde es einfach so, so, so schön. Ich habe es euch schon in meinem letzten Vlog gezeigt. Ich blende euch jetzt aber nochmal 2, 3 Bildchen ein. Ich habe zwar nur eine kleine Wohnung, aber auch hier kann ich es mir schön machen. Von daher, genau, habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe noch ein richtig, richtig schönes Notizbuch bekommen. Ich zeige euch jetzt nicht, was drin steht. Ich habe aufgehört mit Bullet Journaling. Ich habe für mich festgestellt, dass das einfach nicht funktioniert. Ich gestalte die Seiten gerne, aber ich fülle es dann am Ende nicht aus. Ich werde das hier jetzt verwenden, um meinen Fortschritt im Sport und ja, was so meine... Also wie so eine Art Tagebuch werde ich das verwenden. Ich finde das extrem hübsch. Das ist ein Lennybook. Genau, es ist mit Grau, mit einem roten Bändchen. Hier ist auch noch so eine Stiftlasche dran und die Seiten innen drin sind kariert, was ich richtig klasse finde. Also ich mag entweder die Dotted Notizbücher oder kariert. Ich habe festgestellt, dass ich mit Linien nicht so super klarkomme. Das finde ich auf jeden Fall super schön und das habe ich auch geschenkt bekommen von meinem Schatzi. Dann, auch da habe ich euch schon was gezeigt, in meinem Schmuck-Haul. Diese wunderschöne Sonnenkette geschenkt bekommen von Purelay. Die finde ich einfach so, so, so schön. Richtig, richtig schöne Kette. Ich habe die vor einer kleinen Ewigkeit mal bei einer YouTuberin und Instagram-Bloggerin, Sita Mars heißt die, gesehen und habe mich sofort verliebt. Und seitdem erzähle ich von dieser Kette und wollte sie mir jetzt tatsächlich in der Glamour Shopping Week selber kaufen, weil mit 25% kann man sich auch den Purelay-Schmuck mal gönnen. Aber ja, das ist halt nicht so gekommen. Vor der Glamour Shopping Week bekam ich mit einmal einen Umschlag auf der Arbeit. Und ich dachte schon, es geht im Kopf los. Ich habe es euch auch schon erzählt, ich glaube in meinem Schmuck-Haul. Ich dachte, ich wäre dann wohl doch auf Bestellen gegangen, weil ich war nahezu jeden Tag auf der Seite, um zu schauen, ob es irgendwelche Rabatte gibt. Ich zeige euch jetzt auch mal nicht jede einzelne Karte, die ich bekommen habe, weil es echt viel war. Aber ja, die ist auch so, so, so schön. Ja. Und dazu kam dann an meinem Geburtstag oder kurz vor meinem Geburtstag noch ein weiteres Päckchen von ihr an. Und zwar habe ich unter anderem dieses Lamberger Diffuser fürs Auto geschenkt bekommen. Ich habe schon einen Diffuser fürs Auto, der ist auch richtig toll. Habe ich jetzt vor kurzem erst reingepackt. Der ist für mehr Energie während der Fahrt und es riecht ganz, ganz, ganz schön. Und da der jetzt ganz frisch drin ist, obwohl ich ihn schon vor einem Jahr geschenkt bekommen habe, ich habe es irgendwie immer verbaselt, habe ich jetzt den hier auch noch und der wird dann mein Backup sein. Der ist auch ganz anders aufgebaut. Also Lamberger ist richtig klasse. Ich bin großer Fan. Und das ist die Geruchsrichtung Ocean Breeze. Ich bin gespannt, wie das riecht. Und dann habe ich noch, also das ist echt der Knaller, die Frau ist echt der Knaller, habe ich noch dieses wunderschöne Armkettchen geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Das ist sehr, sehr, sehr filigran. Auf der Rückseite mit so Kügelchen, damit man das Armband ganz einfach größer und kleiner stellen kann. Das ist ein ganz filigranes, silbernes Armband
mit einem Steinchen drin und ja, wirklich, wirklich schön. Und sie sagte, ich bräuchte was, sagte sie das, etwas Zeitloses. Weil mit 40 Jahren braucht man auch mal was Zeitloses. Das habe ich jetzt rein assoziiert, das kam nicht von ihr. Auch sehr, sehr, sehr unglaublich schön, ja. Meine Freundin hat einen sehr, sehr, sehr guten Geschmack. Ich habe keine Ahnung, wie ich das vergelten soll oder wie ich das wieder gut machen soll. Ja, sehr, sehr schön. Das waren ihre Geschenke. Vielleicht sage ich auch gar keinen, schneide ich die Namen auch hinterher wieder raus, weil ich gar nicht weiß, ob den Leuten das so recht ist, dass ich sage, dass ich es von ihnen bekommen habe. Naja, mal sehen. Dann habe ich von einer Freundin / liebe Bekannte, die hatte meine Story mitbekommen von Charlotte Tilbury, dass ich mich so geärgert habe, dass eben, ich hatte eine riesen Bestellung aufgegeben bei Space NK und das gesamte Paket wurde ja von einem GLS-Mitarbeiter oder einer GLS-Mitarbeiterin geplündert, wieder verschlossen und dann bei mir zugestellt. Und das weiß ich so genau, weil das Paket war, als es bei Royal Mail aufgegeben wurde und dann hinterher an GLS übergeben wurde, 700 oder 800 irgendwas Gramm schwer und als es bei mir ankam, nur noch 300 irgendwas. Das heißt, bei der Erfassung war der Inhalt bei GLS noch enthalten und irgendwann auf dem Weg von der Erfassung der Übergabe an einen unserer Mitarbeiter in der Firma wurde das Paket geplündert. Es wurde auch noch mit GLS-Paketband nachverklebt. Naja, auf jeden Fall war nicht so richtig klar, dass ich das Paket ersetzt bekomme und weil Space NK kann nichts dafür, GLS nimmt sich davon nichts an und Royal Mail hat alles richtig gemacht. Also da habe ich richtig Glück gehabt, dass Space NK die Produkte nochmal auf den Weg gebracht hat. Aber meine liebe Bekannte hatte mir dieses Puder zum Geburtstag geschenkt, weil sie sagte, sie ist halt nicht davon ausgegangen, dass ich das zurückbekomme. Und genau, ich habe ja exakt dieses Puder, habe ich mir ja bestellt. Das ist von Charlotte Tilbury, das Airbrush Flawless Finish Powder in der Farbe 1 Fair. Und das ist dann jetzt mein Backup. Und ich freue mich riesig darüber, dass ich das geschenkt bekommen habe von ihr. Also liebe Kerstin, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich freue mich. Sie war natürlich, einerseits hat sie sich für mich gefreut, dass ich das Paket dann komplett ersetzt bekommen habe. Andererseits natürlich ein bisschen schade, weil jetzt hat sie es mir geschenkt und ich habe es schon. Aber ich freue mich nichts, also kein Stück weniger darüber, weil ich finde das Puder so, so, so toll. Ich werde dazu demnächst auch, ich werde mal wieder ein Review-Video machen, denke ich. Und kann zumindest von dem Puder schon mal sagen, ein ganz, ganz, ganz tolles Weichzeichnungspuder. Aber wenn ihr besonders ölig seid, ist es jetzt nichts, das euch ewig matt hält. Da gibt es andere Puder, die das besser können. Aber wirklich einfach nur, dass man so ein bisschen frischer, jünger, weich gezeichnet hat. Sieht ganz, ganz toll. Dankeschön, liebe Kerstin. Dann habe ich einen Umschlag bekommen von der lieben, lieben, lieben Ela. Die habe ich eigentlich auch über Instagram und YouTube gefunden. Oder wir haben uns gefunden und schreiben uns hin und wieder auch mal privat bei WhatsApp. Und ja, dann hat sie mir auch schon mal was aus Amerika mitgebracht und jetzt hat sie die Tati Westbrook Palette bestellt und hat mich gefragt, ob ich sie auch haben möchte und dann hat sie für mich mitbestellt. So spart man nämlich auch ein bisschen Versandkosten, weil die Palette einmal bestellen kostete 10 Dollar Versandkosten, zwei Paletten bestellen glaube ich 13 Dollar, das heißt, es war jetzt ein bisschen günstiger und ja, wir mussten uns nicht beide an den Rechner setzen und ich bin auch für sowas. Oh, kennt ihr das? Wenn irgendwas so mega in die Luft gehypt wird, habe ich keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern. Naja, auf jeden Fall hat sie die bestellt und wir werden sie auch in den nächsten Wochen irgendwann erhalten. Und von ihr habe ich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Karte bekommen und spricht mir so aus der Seele, ne? Schon wieder 29, genau. Ich werde nämlich nicht 40, werde immer wieder 29. Die ist total hübsch. Ja, die liebe Ela ist echt ein Schatz, genau. Auch mit lieben Sprüchen drin, das werde ich euch natürlich nicht vorlesen. Und dann habe ich von ihr meinen zweiten Kylie Jenner Liquid Lipstick geschenkt bekommen. Einen habe ich schon von Christian geschenkt bekommen. Ich kann mit der Person an sich nichts anfangen. Also nehmt mir das nicht übel, dass ich das so sage, aber es ist halt, ich bin da nie auf diesen Hype aufgesprungen, habe das nie verstanden. Aber dieser Liquid Lipstick ist sehr, sehr, sehr schön. Das ist eine tolle Farbe. Ich trage zwar nicht mehr so viel Liquid Lipstick, weil je älter ich werde, umso schmaler werden meine Lippen und dann finde ich das einfach nicht mehr so schön. Aber zwischendurch immer mal wieder gerne. Und ja, meine, wie heißen sie? Meine Liquid Lipsticks von
Nee Cosmetics und auch die von. Och Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Verdammt, was ist denn bloß los mit dir? Von NYX. Die sind jetzt wirklich schon ein bisschen was älter und von NYX habe ich letztens tatsächlich sogar einen weggeschmissen, weil der gekippt ist. Die riechen sehr, sehr, sehr schön vanillig. Und das ist der Kylie Jenner Velvet Liquid Lipstick in der Farbe Chouk. Genau. Sie sagte, sie hätte den im Laden gesehen und musste an mich denken und hat ihn deswegen mitgenommen. Da freue ich mich natürlich sehr. Und einer meiner, ich liebe ja von Bite diesen Lippenpflegestift. Das ist der beste Lippenpflegestift auf der Welt mit Agave, glaube ich. Genau, richtig geil. Und da hat sie mir einen kleinen, so einen Mini-Lippenstift mit reingepackt. Auch in dieser satinierten Form. Den finde ich auch richtig, richtig schön. Das ist die Farbe Chai. Auch sehr schön. Ich swatch euch den auch mal. Geht in dieselbe Farbfamilie wie der Chouk. Aber ist natürlich ein normaler Lippenstift. Und ich finde kleine Lippenstifte halt so viel cooler, weil man die wenigstens aufbrauchen kann. Und die Farbe ist sehr, sehr, sehr schön. Genau, gefällt mir sehr gut. Da freue ich mich auch drauf, den zu benutzen. Und dann war noch ein Wax Melt enthalten. Ein Spa Day Wax Melt von Kringle Candle. Das riecht auch sehr, sehr schön. Das ist jetzt für mich nichts Herbst-Winterliches. Das ist dann mehr was für ein Frühling, finde ich. Also es riecht sehr toll und da freue ich mich auch drauf, das zu verwenden. Ich liebe ja Kringle. Kringle macht für mich die besten Kerzen zusammen mit Yankee. Genau. Also es sind auf jeden Fall die, die ich kenne und mag. Das war auch dabei und da habe ich mich auch sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Dann habe ich hier ein Tütchen, da habe ich schon was rausgenommen. Und zwar waren hier zwei Chardonnay-Flaschen drin. Eine ist noch drin und zwei Tüten Chips. Die habe ich aber bei meinem Freund vergessen, weil ich ein totaler Chips-Freak bin. Natürlich nicht unbedingt the healthy way of life. Und da habe ich von meiner lieben Freundin ein richtig tolles Geschenk bekommen. Und zwar einen Gutschein für einen Spa-Day. Wir gehen zusammen in ein richtig tolles Hotel. Das ist das Ringhotel Teutoburger Wald. Genau, und die sollen eine ganz, ganz, ganz tolle Spa-Abteilung haben. Und da machen wir beiden uns dann einen richtig schönen Tag mit Sauna und Ausruhen und Chillen und so weiter. Und man kann hier ganz, ganz viele andere Sachen zubuchen, wie Gesichtsbehandlung, Massagen, Ayurveda, bla, dass die arbeiten mit Produkten von Biomaris und Maria Gallant. Und ja, da freue ich mich auch mega drauf. Ich werde damit noch 2, 3 Monate warten, bis ich mich so ein bisschen besser fühle, mich dann nackig irgendwo in eine Ecke zu schmeißen, weil ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von Saunieren und so weiter, weil ich mich nicht so 100% toll fühle. Aber ja, gut, Frauen, ne? Also, genau, ist halt wie es ist. Und auch hier wieder eine wunderschöne Karte. Ja. Dann, also ich liebe ja Geschenke, bei denen man dann tatsächlich auch Zeit miteinander verbringt oder Gutscheine finde ich halt auch voll geil. Dann habe ich von Freunden von mir und von meinem Freund habe ich eine Karte bekommen zu den Clairvoyants. Sagt mir überhaupt nichts, Tommy Tan und Emily Fantas oder Fantas. Ich kenne es tatsächlich nicht. Das sind so Magier. Da fahren wir zusammen hin in 2 Wochen nach Bremen. Und ich kann damit gar nichts anfangen. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich vorher nicht reingucke, um zu schauen, was das ist. Und lass mich einfach überraschen, was das für eine Veranstaltung ist. Und das wird bestimmt ganz interessant. Vor allen Dingen eben, weil wir halt auch Zeit mit unseren Freunden verbringen. Und das ist ja auch irgendwie immer Gold wert. Und dann habe ich von Freunden von mir einen DM-Gutschein bekommen. Wir waren an meinem Geburtstag morgens mit, ich sage jetzt mal, einer Gruppe frühstücken und abends mit anderen Freunden dann nochmal zu Abendessen. Genau, und hier ist ein DM-Gutschein. Ich weiß nicht, welcher Wert da drauf ist, aber werde ich dann ja sehen, wenn ich damit einkaufen gehe, kann ich immer gebrauchen. Und die Geschenkgutscheine von DM sind einfach immer süß, oder? Ja, da freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich über alles, ne? Ich bin ja kein undankbarer Mensch. Dann habe ich einen Umschlag bekommen mit, oder ein Päckchen, doch Umschlag bekommen, mit dem ich überhaupt nicht, also gerechnet habe ich eigentlich mit nichts, weil wie will man auch mit was rechnen? Ich habe eine ganz, ganz, ganz schöne Karte bekommen von einer Zuschauerin und zwar von der lieben Christine.
hat mir einen ganz lieben Text geschrieben und da freue ich mich auch wahnsinnig. Also die Karte ist schon mal bildschön und der Umschlag ist schön dekoriert. Da habe ich mich echt mega gefreut. Wenn sowas passiert, frage ich mich immer, womit ich das verdient habe. Es ist echt ganz, ganz, ganz toll. Und sie hat mir auch einen ganz liebevollen Umschlag gepackt und alles einzeln eingepackt. Total süß. Hier ist unter anderem. Also inzwischen kennen mich, glaube ich, viele Leute sehr, sehr gut, dass ich total auf Notizbücher stehe. Und hier ist so ein wunderschönes Buch, das schon, also das ist für mich kein normales Notizbuch, das ist wieder ein Bullet Journal. Und sie hat dazu geschrieben für meine kommenden Projekte. Und da ist auch ein Stift mit dabei, das ist so ein Roller Pen in Silber. Genau. Genau, hier sind noch Blümchen, die ich geschenkt bekommen habe. Da hat der Schatz angerufen, da muss ich natürlich ans Telefon. Genau, also ein wunderschönes, wunderschönes Bullet Journal. Bei dem wunderschönen Buch überlegt man dann tatsächlich, ob ich doch wieder anfange mit Bullet Journaling. Aber ich werde mir das beiseite legen, sollte mich dieser Wunsch wieder überkommen. Und ich bin noch nicht so richtig happy mit meinem YouTube-Buch, das muss ich auch sagen. Also es ist mir wirklich deutlich zu groß. Dieses DIN A4-Ding ist natürlich schön, weil man viel auf eine Seite bekommt, aber es ist so unhandlich. Das finde ich halt auch nicht toll. Vielleicht nehme ich das hier auch für meine Projekte. Oder ich fange jetzt im November ein Fernstudium an zur Management-Assistentin. Und dann brauche ich natürlich auch etwas, wo ich meine Notizen machen kann. Wobei, dafür finde ich das hier schon wieder zu schön. Naja, ich freue mich auf jeden Fall total darüber, liebe Christine. Und das war's noch nicht, ne? Das war's noch nicht. Als wäre das nicht schon genug gewesen, habe ich von ihr noch ein Lip Liner geschenkt bekommen. Und zwar von Stila in der Farbe Merlot. Und jetzt mal ehrlich, das ist der Knaller. Ich zeige euch, was ich meine. Also ich kenne von Stila tatsächlich fast gar nichts. Also ich habe von Stila noch nicht viel besessen. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ein Stay All Day Lip Liner. Also erstens ist die Farbe richtig schön. Die erinnert mich an einen Lip Liner von Essence, den ich mal sehr geliebt habe. Ich glaube, der nennt sich Softberry. Ich habe den jetzt noch in einem Projekt. Habe ich den gehabt oder ist der jetzt aufgebraucht? Nee, ich glaube, ich habe ihn noch im Projekt. Oder ist er aufgebraucht? Nee, ist noch drin. Genau. Und das ist diese wunderschöne Farbe. Und jetzt hier die Swatches von meinen Lippenstiften, Lippenprodukten von Ela. Und ich kann diesen Lip Liner einfach zu beiden Lippenprodukten verwenden. Als hätten sie sich abgesprochen, finde ich richtig klasse. Das ist so ein Retractable Stift, das heißt, den kann man rausdrehen, muss man nicht anspitzen. Richtig, richtig toll. Als ich das gesehen habe, eben beim Auspacken, dachte ich auch, ha, okay, der ist ein bisschen lila stichiger, die anderen sind ein bisschen bräunlicher. Aber wenn man das umrandet und dann mit dem Lippenstift ausmalt, sieht man das nicht mehr. Und von daher freue ich mich da auch riesig drüber. Das heißt, er wird auf jeden Fall seine Verwendung bei mir finden. Dann ist dabei ein Be Natural 100% Bee Wax Lip Balm. Ich habe tatsächlich schon mal ein Lippenprodukt von Be Natural gehabt und fand es auch sehr gut. Ich habe jetzt aktuell den von Bite, aber der ist natürlich schweineteuer und dann freue ich mich, dass ich dann ein Backup habe. Ich habe schon so viele Lippenpflegestifte gehabt und auch aufgebraucht und ja. Wie geht der auf? Er ist sehr fest zu, ich kriege ihn gerade nicht auf, aber genau, so sieht der aus. Ich glaube, ich habe die schon mal im Rossmann gesehen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Genau, auch dafür Dankeschön. Und das hier liebe ich total. Das habe ich schon mal geschenkt bekommen. Und zwar ist das von Kneipp, das Cremeöl-Peeling. Ich glaube, das war mal in einer My Little Box drin und dann habe ich es nochmal geschenkt bekommen. Und das ist der Wahnsinn. Ich würde mir das tatsächlich auch mal in so einem großen Tiegel kaufen. Ich werde mal bei Kneipp gucken, ob es das gibt. Weil, also ich liebe Body Scrubs. Ich finde es total schön und das ist ein Cremeöl-Peeling. Und ein Zuckerpeeling, das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Ich komme mit Salzpeelings überhaupt nicht zurecht. Da reagiert meine Haut extrem mit Jucken. Also das finde ich gar nicht schön und trocknet vollkommen aus. Ich mag es nicht. Und das hier ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Habe ich, wie gesagt, schon zweimal leer gemacht. Hier sind 40 Milliliter drin und es reicht für zweimal komplett peelen. Also den ganzen Körper peelen. Fabelhaft. Und es riecht einfach traumhaft schön. Und man muss sich hinterher nicht eincremen, weil Ölpeeling. Fabelhaft. Ich liebe so Two-in-One-Produkte. Und ganz ehrlich, ich habe
in der Glamour Shopping Week drüber nachgedacht, ob ich mir diesen Foundation Stick bestelle. Ich wollte es wirklich machen, weil ich schon so viel Gutes davon gehört habe und ich liebe ja meine Complexion Rescue Foundation. Ich habe sie ja in zwei Farben hier und jetzt habe ich den Stick. Oh, ich freue mich so, das ist so großartig. Also erstmal total verrückt, Christine, dass du mir so teure Geschenke machst. Das ist wirklich nicht nötig. Ganz ehrlich, ich freue mich immer schon Knubbel im Bauch, wenn ich mal eine Karte bekomme oder mal einen lieben Brief. Das passiert nicht so häufig, aber wenn es mal passiert, freue ich mich immer riesig. Ich finde das so schön, Post zu bekommen. Und ich meine nicht Geschenke, sondern einfach nur mal einen lieben Brief oder eine liebe Karte. Ich finde das so aufmerksam, wenn das mal passiert. Und ich habe so eine Box in meinem Schlafzimmer. Da sind diese ganzen lieben Nachrichten, Karten und Briefe drin, die ich immer von euch bekommen habe und die werden auch für immer aufbewahrt, habe ich mir fest vorgenommen. Obwohl ich ja eigentlich nicht so auf Kram stehe, aber das, ja, wenn ich diese Box öffne und dann wieder eine Karte dazu packe, so wie ich es natürlich auch mit dieser Karte machen werde und mit der von Ela, freue ich mich immer, wenn ich diese Box öffne und dann sehe, was da alles Großartiges und Liebevolles drin ist. Genau, es ist auf jeden Fall von Bare Minerals der Complexion Rescue Hydrating Foundation Stick und der ist einfach so toll. Und die Farbe ist Buttercup. Ich vernutze Buttercream. Ich verwende zurzeit, und das finde ich halt auch so schön, weil wir kriegen jetzt Winter und ja, ich habe nicht viel im Gesicht und ich bin schon ziemlich blass geworden. Ich verwende im Herbst und Winter, habe ich letztes Jahr auch Natural verwendet, das war mir echt zu dunkel. Und jetzt habe ich Buttercream in der Complexion Rescue Foundation und auch nochmal als Stick. Und das bedeutet definitiv eine Foundation, die ich jetzt super im Herbst, Winter verwenden kann. Ich habe mich so gefreut, als ich das ausgepackt habe. Da stand auf dem Geschenkpapier stand drauf mein Highlight. Und ich möchte das jetzt nicht schmälern und sagen, dieses oder jenes ist mein Highlight. Aber da als Beauty-Tante freue ich mich da natürlich wahnsinnig drüber. Aber ich freue mich über jedes einzelne Teil. Also liebe Christine, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hatte dich bei Instagram gesucht und angeschrieben, leider noch nichts von dir gehört, aber ja, vielleicht checkst du ja deine Nachrichten bei Instagram auch nicht so häufig und siehst es dann jetzt im Video. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, ist ganz, ganz lieb von dir, Dankeschön. Ja, und last, aber definitiv not least, ist habe ich noch ein Päckchen bekommen von meiner lieben Freundin Biene, die ich ja auch über Instagram kennengelernt habe, ist eine ganz liebe Maus und wir haben uns nach meinem Moselurlaub oder nach unserem Moselurlaub, ich war ja mit meinem Freund im Urlaub für eine Woche an der Mosel, haben wir uns gedacht, da sie nicht so weit von der Mosel weg wohnt am Nürburgring, könnten wir doch einfach mal einen Abstecher machen und mal ein Käffchen zusammen trinken gehen. Und wisst ihr, es ist so viel wert, wenn man dann einen Menschen kennenlernt, dem man gar nicht mehr aufhören möchte zu knuddeln, die einfach so lieb ist und aber auch gerade raus, also nicht so, es gibt ja auch so Leute, die sind so lieb, dass man es gar nicht glauben kann, aber mit der ich mich genauso gut verstanden habe in persona, wie als wir uns nur geschrieben haben. Und das ist tatsächlich nicht so häufig. Ich habe schon einige Insta-Mädels, das ist gelogen, einige YouTube-Mädels kennengelernt und ich möchte mal sagen, es ist schon Hit or Miss, ne? Leider. Viele stellen sich im wahren Leben doch, also geben sich vor der Kamera doch ein bisschen anders, als sie im wahren Leben sind. Und Biene ist exakt, wie ich sie mir vorgestellt habe. So lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mir auch ein liebes Päckchen gepackt. Und zwar hat sie mir eine Joyful Duschcreme mit Blaubeerextrakt von Isana geschenkt. Achso, ihre Karte will ich auch noch zeigen. Schalt einfach mal ab. Total süß mit einem Lesezeichen. Denn ein guter Vorsatz für mein neues Lebensjahr ist es für mich ein bisschen mehr zu lesen. Das wusste sie jetzt nicht. Aber das habe ich mir tatsächlich vorgenommen. Ich lese gerade da mit Charme. Auch ein spannendes Thema. Genau, eine ganz süße Karte habe ich von ihr bekommen. Und dann war da drin von Isana das Joyful die Duschcreme mit Blaubeer. Ich bin jetzt nicht der riesigste Fan von fruchtigen Duschgelen, aber das riecht wirklich schön und ich freue mich drauf, das zu benutzen. Dann ist dabei von Pixi eine T-Zone Peel-Off-Maske. Werde ich auf jeden Fall testen und ausprobieren. Ich habe von Pixi noch nicht viel gehabt, außer das Glow Tonic und
Oh, ich habe letztens von, ich habe mal von Sabrina eine ganz tolle Glycolic Acid Maske bekommen, Tuchmaske bekommen. Oh mein Gott, einen Abend vor meinem Geburtstag habe ich hier so Pickel bekommen. Hier im gesamten ab unter den Augen über so kleine Unterlagerungen und habe dann diese Maske gemacht, weil die halt getränkt ist in Glycolic Acid und meine Haut war danach so schön. Also wenn ihr die mal kriegen könnt bei Pixi, bei Douglas, wo immer ihr Pixi kaufen könnt, schlagt da ruhig mal zu. Ne? Die kosten natürlich auch mehr als 1 Euro, aber sind schon richtig toll. Gerade wenn ihr so damit Problemchen habt. Tezo Peel-Off Maske. Ich habe jetzt keine, ich habe vergrößerte Poren, aber ich habe keine Probleme mit Blackheads. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Bin gespannt, wie das ist. Dann ist hier von Tarte Skincare eine Under-Eye Augenpads. Genau. Kenne ich noch nicht, aber ich und meine Augenpads. Wer mich kennt, weiß inzwischen, ich liebe meine Augenpads oder meine Augenmasken. Dann ist noch drin von Alverde eine feuchtigkeitsspendende Maske. Auch die kann man im Herbst, Winter super verwenden. Und dann hatte sie mich noch gefragt, ob sie mir eine Palette beilegen kann. Sie hat mir nicht gesagt, welche es ist, aber die sie halt nur einmal verwendet hat und die halt nicht so ihr Ding ist. Und das ist von PH Cosmetics die Capricorn. Capricorn ist, glaube ich, Steinbock. Schlagt mich nicht, wenn es falsch ist. Und das ist diese sehr neutrale Lidschattenpalette mit dem riesigen Highlighter in der Mitte. Und ja, die werde ich auf jeden Fall testen. Ich habe von diesen Zodiac-Paletten jetzt bislang noch nichts gehabt. Und ja, aber eine neutrale Palette kann man immer verwenden. Und das ist echt, ja, ein sehr hübsches Schätzchen. Und dann war da noch drin eine Duschbombe. Mit Rose. Ich habe keinen. Ach doch, Duschbombe. Duschbombe? Ach so, von Wald 7. Das sind diese Duschbomben, die man unten in die Duschkabine legt, also in die Duschwanne legt und dann duschen geht und dann riecht es ganz intensiv danach. Genau, dann ist hier einer von diesen Beauty-Schwämmen bei. Da habe ich mir letztens mal, also vor ein paar Monaten mal, so einen Riesenpack bestellt. Ich glaube, da waren 12 oder 6 oder 8, ich weiß nicht drin. Die habe ich bei Amazon bestellt. Die sind echt gut, also kann man nicht meckern. Und dann ist hier noch von Kiko ein Lippenstift drin. Und ihr werdet gleich lachen, wenn ich den swatche. Also man könnte meinen, meine Freundin, Bekannte, meine Zuschauer wissen, dass ich ja bärige Töne mag. Das war's. Das waren meine 1000 Trillionen Milliarden Geschenke. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, 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 sehr happy. Ich habe tolle Menschen um mich herum und bin ein sehr glücklicher Mensch. Und das hat jetzt auch nicht nur was mit Geschenken zu tun, sondern ich hatte einen wundervollen Geburtstag und ich freue mich über jedes einzelne Teil, das ich geschenkt bekommen habe. Es ist einfach fantastisch. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich, bedanke mich bei allen, die mir liebe Glückwünsche geschickt haben, alle, die immer wieder in meine Videos reinschauen und sage Tschüssi und bis bald. Ciao.